Hallo und herzlich willkommen, ihr Rätselwütigen. So, zu Hause an den Bildschirmen oder auch im Kino vor einer großen Leinwand oder auf dem Smartphone in der Bahn, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, wir rätseln heute mal wieder. Und zwar ich nicht alleine, sondern mal wieder im Duett. Und deswegen muss ich noch etwas schreien, und zwar Etüde! So, männliche Person. Boah, Mist. Geschoss, das könnte mir noch nicht klar sein. Knochen. Gebein, naja, römische Zahl, könnte alles mögliche erstmal sein. Medizinisch Schwindel. Aber Album, oh, das ist so... was sind das? Nick. Ja, endlich mal was gefunden. Unverpackt. Unverpackt. Logo. Oh, hoho. Nautischer Begriff ist. Nee. Relais. Aha. Vespa. Ja, das ist doch so ein. Ich weiß, was damit gemeint ist. Kinderfrau ist. Das da. Eine Klapper ist auch eine Rasse. Crow. Englisch für ja, weiß ich auch. So. Dann Tagesordnung. Oh, was war denn das nochmal? Gazelle könnten Gnu. Ja. Fabelname für den Kranich. Oh, wie hieß der denn nochmal? Computernachricht ist eine. Das da. Was Loot. Lu, nee, was war ja gar nichts davon. Misere ist, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, was die Tagesordnung ist, genau. Medizinisch Schwindel weiß ich doch eigentlich. Club ist ein, ja, gute Frage. Was ist denn ein Taxus? Das klingt nach Steuer oder sowas. Oder Geld oder... Indianische Stammeszeichen, Emblem, nein, ist nicht. Vorbilder sind natürlich die hier. Rückenstütze habe ich hinten an meinem Stuhl dran. Gliedertier, ein Gliedertier. Es hat Glieder, also ist es ein Gliedertier. Ein Einhufer, gute Frage. Ausruf des Erstaunens. Och. Mensch, Schweigerfilm. Nee, das ist es nicht. Oder? Upsa. Arkade? Was könnte Arkade noch sein? Was ist denn ein Schnürriemen? Och, das sind doch so viele fiese Sachen. Verdammt. Okay, die römische Zahl haben wir raus. Zahlungsweise ist natürlich so möglich, ja. Dann ist das doch das Wort, was ich dachte. Oh, es ist ein Gebein. Verbissen. Stur. Nein, ist es nicht. Vielleicht ist das ja wortwörtlich gemeint. Sohn von Meg. Oh nein, woher soll ich denn wissen, wie die ihre Kinder nennen? Das ist mir sowas von egal, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das immer fies, wenn solche Sachen abgefragt werden. Weil ich habe mit denen nie was zu tun. Das könnten für mich fremde Leute sein. So, Abgrund ist natürlich dann das hier. Lü, ach man. Kurzmitteilung ist eine Info, ja. Das ist das. Lütke, nee. Lütke mit K, genau. So, das ist dann das. Ein Club ist auch ein Verein, ja. Ah, die meinen einfach nur Imbiss. Ah, okay. Benötigt ein Bergsteiger ein Seil? Mhm. Eno ist ein ostfriesischer Männername, so. Indianisches Stammeszeichen ist der Golem. Nein, natürlich nicht.
Nee, ach genau, die meinen das Totem. Ah. Gliedertier. Aha. Sehr cool. Endlich mal was gewusst. Kein Ohrhasen, nee. Honig im Kopf, auch nicht. Also, was hat der denn noch für Filme gemacht? Taxus. Taxus. Keine Ahnung. Schnürriemen. Ich glaube, beim ersten, da werde ich heute versagen, weil ich so vieles nicht weiß. Englisch Roggen. Rog. Nein. Re. Was könnte das sein? Geschoss ist eine oder so. Männliche Person, ein. Ah, okay. Ach, das ist doch hier. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Nur weil ich den Postillon mal dazu gelesen habe. Nicht, weil ich die Familie interessant finde, sondern weil es tatsächlich auch mal einen Artikel darüber gab, dass jemand auch Arschi genannt wurde immer. Das ist das fies. Was haben wir denn noch? Geschoss? Ich weiß nicht, was die von mir wollen dort. Magnat ist auch ein Schuft. Ich gebe das jetzt einfach mal ein, auch wenn es nicht stimmt. Ach nee, Quatsch. Das C kommt dahin. Dann klappt das ja sowieso nicht. Ich würde aber trotzdem mal einfach SCH hier rein raten. So. Okay, kein SCH, gut. Dann. Etüde passt auch nicht rein. Och man, verbissen. Der ist ziemlich, ja, ich komme nicht drauf. Jemand, der verbissen ist, ist auch. Nee. Schnürriemen, Taxus. Ich probiere mal einfach hier ein bisschen rum. Ich bin wirklich an einem Punkt, da heute weiß ich echt da gar nichts. Was? Warte mal, war hier ein S? Nee. Ich habe echt keine Ahnung, was hier. Echt jetzt? Oh Mann. Ja, das ist das, was ich gerade verspüre. Das, was man hier lesen kann. Und zwar genau so falsch, wie es falsch geschrieben ist. Nein, Quatsch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Warte mal. Hä? Was? Ja. Ich versuche mal gerade den Ausruf des Erstaunens. Mist, ein Ausrufezeichen kann ich nicht dahinter setzen. Das ist aber auch fies, ey, ganz ehrlich, was da alles abgefragt wird. Schweigerfilme, Kinder von irgendwelchen Hoheiten, die keine Hoheiten mehr sind. Komischerweise bei Geschoss bin ich jetzt irgendwie völlig überfragt. Ja, aber wahrscheinlich ist es was. Oh, war ja.
Meinen die etwa eine gut aussehende weibliche Person? Oder? Okay. Ja. Wahrscheinlich irgendwie ein schnelles Auto. Auch nicht. Das ist ja. Ausnahmsweise weiß ich auch mal was, nicht, was Englisch ist. Na, wahrscheinlich hast du. Nee, auch nicht. Auch nicht. Es geht auch gar nicht. Warte mal. A ist es nicht. E ist es nicht. I ist es nicht. O ist es nicht. U ist es nicht. Aha. Okay. Ich habe ein englisches Wort mal ausnahmsweise gelernt. Rye, ja. Ich dachte eigentlich, die meinten Wine. Aber wie soll man denn Roggen trinken? Also jetzt habe ich wenigstens verbissen endlich raus. Geschoss, oh, jetzt komme ich auch drauf, was die meinen. Nee. Ty. Was ist das denn? Ein Magnat-Ty. Also die meinen einen ganz bestimmten? Ach so, oh, jetzt komme ich auch drauf. Och Mann, dann hätten die doch wenigstens mal wieder was mit Englisch schreiben können. Dann wäre es mir auch aufgefallen. Ich finde das immer so schlimm, wenn ich ein deutsches Wort erwarte und dann. Ach Mann. Arcade. Ich habe noch nie mir. Ich bin durch so viele Arcaden gegangen, hab mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht, was das denn jetzt eigentlich ist. Und was das vor allem von einer Passage unterscheidet. Also hier muss ich echt viel raten heute. Bohnen? Ich habe keine Ahnung gerade. Boten? Nein. Boden hatte ich. Bogen? Ach, ein. Ah! Kannst du mir sagen, wo bei den Spandau-Arkaden Bögen sind? Wer weiß, wer weiß. Ja, und ich glaube, der Rest, der ergibt sich bei mir jetzt auch gerade. Nanu? Jetzt habe ich doch wieder was gefunden. Was sagt eigentlich die Zeit? 40, immer noch unter 20 Minuten, also ich lieg doch noch in der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie. Ach so, oh, doch, doch, doch. Der Til Schweiger-Film. Ja, jetzt habe ich ihn auch. Okay, jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Beziehungsweise mich kurz mal vorbereiten aufs nächste. Damit du nicht so lange auf mich warten musst. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Etüde los. Na, das mit dem Lösungswort, natürlich, ja. War doch immer so. Gewicht der Verpackung, das weiß ich.
aktuell Schlammlawine ist auch mir gerade. Ach, irgendwie bin ich heute nicht. Bin heute mal wieder nicht ausgeschlafen. Das weiß ich. Erzählerisch, das weiß ich auch. Authentisch ist auch klar. So. Das wird auch was. Sägestange ist rar. So heißt das. Hauptstadt von Marokko. Noch nicht. Dumpfer Schlag. Kurort an der Lahn, das weiß ich doch wieder nicht. Geliebte von Zeus. Welche? Morgenländer. Das weiß ich nicht, anscheinend. Ich hätte jetzt gedacht, die meinen sowas. Oder war das das Abendland? Raute ist es aber wenigstens das. Gartenanlage. Ein Zaun. Nee. Die meinen natürlich das Beet. Natürlich. So, seemännisch Schiffstau. Weiß ich noch nicht. Bußfertigkeit, oh wei. Nee, so hieß die auch nicht, aber irgendwas mit A am Ende. Englisch Spitze, das ist das. Gruppe von Singenden, Gruppen, vorsichtig hier. Ich muss mal woanders da hin. Wer weiter? Ernte? Ist das? Irgendwann? So. Ostarabisches Scheichtum. Verankertes Seezeichen. Oh wei. Flachland machen wir erstmal. Ah, okay. Das ist damit gemeint. Okay, ja. Ja, das ist das. Okay, dann haben wir hier eine Lena. Na? Okay. Brandrest. Ach so, ja, ja, guckt erstmal das. So, dann haben wir das Wort nämlich. Wusste ich tatsächlich nicht. Aber wenn man ein Ender vorher packt, dann ist das auch ganz lustig. Dann hat man nämlich ein Gegenteil fast schon. Garnitur ist das. Diesmal weiß ich's. Andauernd. Das Opernlied, das kennen wir auch schon. Das haben wir auch. Balte ist der. Warte mal, was haben wir hier? Gesellschaftsschicht ist die Kaste, genau. Dann haben wir hier den Esten. So. Wolkenart. Stratus? Ja, nicht Stratos. Die Fußballmannschaft ist die Elf. Himalaya. Oh, das gibt's doch nicht, dass ich das jetzt noch immer nicht weiß. Was haben wir noch? Städtisch. Das weiß ich. Ist urban. Aha. Okay. Himalaya-Staat. Das ist das. Okay, ja. Dumpfer Schlag. Ist das? Okay, ja, ja.
Okay, die Schlammlawine hätte ich nicht gewusst. Gut, dass es dann noch was anderes gab. So, und jetzt fehlen mir nur noch fünf Buchstaben. Die Busfähigkeit ist das, genau. Aha. Okay, das war diesejenige Geliebte. Helena gab es bestimmt auch als eine. Übrigens, fertig! Ja, ach, und das Lösungswort habe ich ja jetzt auch. Ja. Schulamt. Gut, dann, ja, bin ich doch mal froh. Kann ich mich kurz mal ausruhen, bevor es ans richtig Schwere geht, was ich dann wieder verhaue, weil ich merke schon, mein Gedächtnis macht heute nicht so mit wie manche andere Tage. Aber damit muss man durch. Es muss auch mal wehtun. Tut's ja nicht mal. Also von daher alles gut. Was haben wir denn hier so? Ja, Morgenländer sind also sogenannte Araber. Ich weiß nicht. Also ich kenne das von Pferden, ich kenne das von Menschen, die da leben, aber dass man die Länder auch so bezeichnet, ist mir gar nicht bewusst geworden. So, was haben wir noch? Die Boje. Ja, ich dachte, es wäre was Schlimmeres gewesen als Boje tatsächlich. Haben wir hier noch ein schönes Wort mit drin? Also wir wissen jetzt, Arkaden sind Bögen. Das merke ich mir auf jeden Fall. Das, also, es gibt so viele Orte, an die kann man gehen, ohne zu wissen, was die eigentlich bedeuten. Ja. Palast. Nein, Quatsch. Also, ja, okay, Palast, das ist ein bisschen schwierig, die Bedeutung nicht zu kennen. Aber bei Arkaden, also, konnte ich mir vorher nie so wirklich was vorstellen. Andererseits wüsste ich dann ja gerne mal, was für ein Teil davon immer als Arkade bezeichnet wird. Oder ob Arkaden jetzt in dem Falle, wenn es sowas wie eine Passage ist, vielleicht gar nicht auf Bögen, also dass das eine Mehrfachbedeutung ist, wer weiß. Also wer das weiß, kann mich da gerne informieren, kann mich da gerne aufklären drüber. Ich werde gerne aufgeklärt. Ja. Und ja, dann ist das sehr, sehr. Sehr schön, wieder was Neues zu wissen. Hier, ostfriesischer Männername Eno. Wenn hier irgendjemand mal irgendwann zuguckt und sei es in 5000 Jahren, der Eno heißt, bitte gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn, falls das eine Kurzform für irgendwas ist. Enoisius. Ich höre Gestöhne aus dem Nachbarzimmer. Aber negativ behaftetes. Aber trotzdem, was ist denn Taxus im Sinne Eibe? Taxus? Taxus baccata, aha. Interessant. Eibe, aka Taxus baccata. Oh, das ist ja fies, dann auch noch mit solchen botanischen Begriffen zu kommen. Kenne ich doch bloß zwei. Einmal die Aesculo hippocastanum, oder das ist die Rosskastanie. Und dann gibt es noch die Esskastanie. Das war Castanea sativa. Das weiß ich bloß, weil ich meine, also weil ich mal dabei war, als jemand das lernen musste. Für einen landwirtschaftlichen Beruf. Ja. Aber sonst habe ich keine Ahnung, wie diese ganzen Dinger heißen. Wo fehlt dir denn noch was? Wie bitte? Was? Schäfchenwolke? Ach so. Also ich kann dir sagen, es ist weder Cumulus noch Nimbus. Ja, kennst du die? Oh, das hatten wir im Geografieunterricht, bevor ich es abgewählt habe.
Die ganzen Wolkenarten. Da hatte ich mal Glück gehabt, dass ich das in der Schule hatte. Ja gut, dann würde ich mal sagen, nächstes Telekom? T-Online. Das, ich weiß nicht, ob die miteinander zu tun haben, aber im Zweifelsfall. Warte, Moment, so jetzt. Weiter rätseln? Okay. Eine Zahl ist ja auch schön. Keine Ahnung, wer der Bruder Jakob da war. Bruder von Jakob. So, dafür haben wir das schon mal. Inschrift. Nee, Duftstoff, Moschus. Ja, Stier. Stierarsch. Automesse, Abkürzung. Das ist das. Sich lebhaft bewegen. Sich. Nee, das passt nicht. Strecken? Nein. Glaube ich nicht. Aber N ist trotzdem. So. Ein Apostel von 12 oder was? Großes Gewässer ist ein Meer. Ja. Koseform für Großmutter. Omi. Prolog. Vor Dings. Irgendwas mit vor. Stumm. Still, leise, nee, unredlich, unredsam. Warte mal, nee, passt nicht. Bart an der Lahn, keine Ahnung, kurzhaariger Schoßhund. Chihuahua ist es definitiv nicht, Dackel ist es auch nicht, Frisiergerät ist wahrscheinlich erstmal das. Dann meinen die wahrscheinlich den. David. David, deutscher TV-Star, deutscher Schauspieler Joachim Gauck. Nein, Joachim. Woher soll man das denn wissen? Machen wir erstmal hier was rein. Genau, das war gut. Metallisch glänzender Singvogel. Oh. Ein Metal-Star. Schminkstift für den Lidstrich. Englisch auch noch. Ausnahmsweise kommen hier mal englische Worte vor, die echt fies sind. Die ich auf Deutsch nicht mal kenne. Birnenförmige Frucht. Nein! Oh, wie gemein. Baschkirische Hauptstadt. Untergegangen. Das ist das, ja. Griechischer Fremdwortteil neu, ist auch klar. Mittel gegen Körpergeruch. Kurzwort Deo. So, nicht der Beo, nicht das Tier. Eingezäuntes Gebiet für Wild. Ist ein Gehege. Ja. Und dann der Schminkstift. Ah. Den haben wir auch. Den Schminkstift. Ah, doch, dann kenne ich ihn. Dann kenne ich aber trotzdem das Wort, deutsche Wort da nicht so unbedingt. An einer höher gelegenen Stelle ist da. Oh Gott, David. Keine Ahnung, ist das. Nee. Das, der hieß anders mit Vornamen und das war auch. Weiß ich nicht. Joachim. Oh, ich habe keine Ahnung. Nachrichtenüberbringer ist eigentlich ein Bote, aber das passt hier nicht. Hafenstadt auf Sizilien. Festlicher Einmarsch. Spanische Stadt. Oh, so viel Geografie. Schusswaffe. Alle Angaben ohne. So, Geliebte des Leander. Oh. Nee. Cheaten, das passt nicht. Aufbaustruktur, G-Dingse. Oh, ich habe keine Ahnung. Abschiedsgruß ist natürlich wieder mal Ade. Gut zu entziffern. So, das haben wir auch. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Ja, ist es. Okay.
Niederung in der Lausitz, auch bitte jetzt. Ja, das weiß ich. Ach. Aber wenn ich das weiß, dann weiß sie das auch. Mist. Jemandem selbst gehörend, eigen, natürlich. Herausgeber ist der noch nicht. Englischer Adelstitel ist natürlich dann nicht der Duke, sondern nicht der. Oh, doch, ist der Earl nicht. Landestelle für Schiffe ist. Uff. Lang. Etwas dehnen oder strecken. Etwas ziehen eigentlich. Nee. Ich probier mal was. So, jetzt geht's hier richtig los. Oh, ging ja schnell. Also ich leg ha. Nee, okay. Ich habe keine Ahnung gerade. ESA. Nee. Nee. Etwas dehnen. Ach so, ja, dann weiß ich ja hier, das kann ich doch machen. Auch nicht? Aber ein R kommt da nicht rein. Also. Esau. Ist ja komisch. So. Eisen anziehen ist Metall. Na, das wissen wir doch. Das wäre auch komisch. Aber. Tüm. Ach so. Nee. Das so und dann. Ah, okay. Dann ist das hier die Vorrede. Ja, das haben wir. Läuft. Ein Apostel. Gut, dass ich Namen kenne. Also insgesamt generell Landesstelle. Ah, okay, das ist ja dann. Ist da ein Seil gemeint? Nee. Okay, aber Anlege. Das ist auf jeden Fall. Ach, natürlich, dann ist das hier ein Lord. So, äußerst sorgfältig. Ist natürlich, ja, da bin ich selber sehr penibel. Bei sowas. Vorsteher, Leiter. Das ist der Direktor. So. Aber im Ross war es doch schon nicht. Gibt es noch was mit Ross? Huch, Verzeihung. Das ist wieder sichtbar, aber irgendwie nicht ganz, wie es soll. Ich denke, das reicht so. So, jetzt habe ich es wieder hin. Ems, Bad Ems. Rhythmischer Sprechgesang ist natürlich, weißt du? Elan, Schwung ist Pep. Wenigstens steht da mal Englisch mit dabei, obwohl ich es auch mit Deutsch. Warte, was haben wir hier? Echt Bisam. Bisam Sam. Joachim. Nee, keine Ahnung, wie der Joachim heißt. Zurückgehende Verpackung. Hä? Nachrichtenüberbringer ist der. Ja, keine Ahnung. Aufbaustruktur. Ach Mann, was haben wir hier? Griechischer Buchstabe. Nee, griechische Göttin der Morgenröte. Ems. Eis, nein.
Els. Es. Nee. Eos vielleicht. Ja. Ah, ritterliche Liebe ist eine sogenannte Minne. Da gibt es nämlich auch die Minnesänger. Birnenförmige Frucht. Was haben wir hier noch? Tja, die baschkirische Hauptstadt könnte Ute heißen und ich wüsste es nicht. Aber ich weiß das altrömische Gewand, wie das heißt. Ja. So. Ufa, ja. Dann weiß ich nämlich auch das. Ziegenleder, auch bekannt als Kit. Aha. So. Besitzanzeigendes Fürwort. Gute Frage. Missgunst ist vielleicht das, ja? Spanische Stadt in Andalusien, keine Ahnung, da bin ich raus. Von solcher Art. Ah, warte mal, ich kann ja noch mal die 6 eintragen, die weiß ich zumindest. Vielleicht hilft mir das. So, da haben wir nämlich das Lösungswort Mandelöl. Aber die zurückgehende Verpackung sagt mir trotzdem gerade nichts. Joachim. Warte mal, machen wir mal einen Tee rein? Nee, ist es nicht. Gross. Und M ist wirklich nicht. Okay. Pros. Aros. Eros. Ramazzotti. Iros. Nee, also ich gehe zur Not auch erstmal die Vokale durch. Nee. Vros. Nee. Dross. Auch nicht. Was gibt's denn da noch für Buchstaben? Nee, Gross hatte ich schon. Frost hatte ich auch, glaube ich, schon. Nee, hatte ich nicht. Cross. Okay. Ah, interessant. Kenne ich beide nicht. Okay, der Nachrichtenüberbringer ist das da. Okay, dann, ach, das meinen die. Gut, okay, dann habe ich jetzt auch, huch, jetzt haben wir auch die zurückgehende Verpackung, das ist damit gemeint, ach man. Ja, lieber leer gut als leer schlecht. Oder als voll schlecht, lieber leer gut als voll schlecht. Ja, okay. Besitzanzeigendes Fürwort, keine Ahnung, aber Inder passt rein. Aber das ist es definitiv nicht. Aufbaustruktur. Gefolge ist es nicht. Jetzt wird's schwierig. Habe ich noch irgendwo anders irgendeinen Buchstaben, den ich noch vergessen habe? Anscheinend nicht. Okay. Jetzt wird's fies. Festlicher Einmarsch. Ein Bug, nein. Besitzanzeigendes Fürwort. Besitzanzeigen. Mein, dein? Nee. Weiß ich nicht. Jener, meiner, deiner, unserer, unser. Tada! Okay, unfair spielen. Ja, betrügen, aber trüge, nee. Von solcher Art. Derart, nee. Ist ja auch nicht.
Mal überlegen. Was gibt es denn noch für eine Hafenstadt auf Sizilien? Tja. Von solcher Art, Ala. Nein. Jedwed ist alles Mögliche. Das klappt auch nicht. Andalusien, Andalusien, spanische Stadt. Nee, nee. Ah. Vera? Ist es Vera? Nee. Ich habe keine Ahnung. Meri? Auch nicht. Das wird nicht besser. Ich würde jetzt einfach mal sagen. Ich versuche was. Ah! Einfach mal so. Ach, natürlich, dann ist das der Einmarsch, ist das. Na, ah, jetzt wird's besser. Jetzt wird's wieder besser für mich. Schummeln ist es auch nicht. Unfair spielen im Sport ist auch nicht schummeln. Okay, aber dafür habe ich jetzt solcher Art. Ist das? Nee. Wahrscheinlich das auch nicht. Uff, uff. Spulen? Nein. Stuhlen? Nein. Aufbau oder Struktur? Tja, so viel fehlt nicht mehr. Ach, Mist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß eben auch nicht die Geliebte des Leander. Das ist, wahrscheinlich war es ein Kerl. Passt auch rein. Ich überlege gerade, also. Ach Gott. Wow. Okay. Jetzt muss ich nur noch hier einen Buchstaben raten. Schön, schön, schön. Okay, nein. Ach. Das ist das. Okay, ich brauche noch einen Buchstaben. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ach, wahrscheinlich ist es. Ja. 19 Minuten 3. Ich habe 19 Minuten 3 Sekunden gebraucht. Ja, es ist auch ein echt anstrengendes an vielen Stellen gewesen. Boah. Okay. Was für ein Rätsel. Was für ein Rätsel. Aber geschafft.
Und es ist alles auf Band, so wie ich glaube, weil beim letzten Mal war ja irgendwie nicht alles auf Band. Was habe ich denn da im Haar? Habe ich da überhaupt was im... Könnte ein Fussel sein. Ja, jetzt ist er weg. Ja, auf jeden Fall. Es ist diesmal alles, glaube ich, auf der Aufnahme vorhanden. Sehr schön, muss nichts rausgeschnitten werden. Ich hätte am liebsten von der letzten Aufnahme das erste Rätsel noch irgendwo gerne gehabt und hätte ich irgendwie einen Frame gefunden, in dem ich es noch, in dem es noch zu sehen gewesen wäre. Später dann. Vielleicht habt ihr es gesehen. Also wenn ihr sagt, ich hätte da mal in das Fenster umgeschalten, wo man es sehen konnte, ich habe es nicht gefunden. Falls ihr es finden solltet, dann kann ich das Video nochmal nachbearbeiten, damit man das gesamte Rätsel sehen kann. Ich habe die Grundaufnahme noch da, aber auf jeden Fall irgendwie wollte da mein Aufnahmeprogramm das Fenster erst erkennen, als ich in das andere reingetappt bin. Sorry deswegen. Aber auf jeden Fall, wir haben es heute doch noch geschafft. In vergleichsweise vernünftiger Zeit. Ja, und dann sehen wir uns mit dem nächsten T-Online-Rätsel dann wohl nächste Woche wieder. Und morgen gibt es dann zusätzlich zu den anderen das Preisrätsel. Ja, bis dahin, bye bye und tschüss und danke fürs Einschalten.